Was macht Ihnen Sorgen? Oder wovor haben Sie Angst? Denken Sie dabei an Menschen, die Ihnen wichtig sind? Oder geht es um Ihre Gesundheit? Oder macht Ihnen unsere Zukunft Sorgen? Der Friede vielleicht? Mancher fürchtet sich sogar vor Gott. Ich bin ja Seelsorger. Und in Gesprächen erzählen die Menschen mir von ihren Ängsten. Es scheint heute mehr davon zu geben, als noch von vor 2 oder 3 Jahren. Die Angst raubt uns die Lebensfreude. Wir konzentrieren uns ganz auf diese eine Sache. Die Angst übertreibt es meistens und auf Dauer macht sie uns krank. Ich möchte mir das nicht antun. Ja, natürlich, manchmal ist es gut und nötig, dass wir so eine Art Respekt vor dem Risiko haben. Angst schützt ja auch davor, leichtsinnig zu werden. Aber darum geht es hier nicht. Manchmal machen wir uns auch gegenseitig unnötige Angst. Häufig vor einem religiösen Hintergrund. Da versuchen wir vorauszusagen, was für Ungemach demnächst auf uns zukommen wird. Vielfach wird das aus der Bibel hergeleitet. Ich denke, das ist unangebracht. In meiner Bibel steht fast 50 Mal die Aufforderung, fürchtet euch nicht. Was tun Sie, wenn Sie nicht einschlafen können, weil schwere Gedanken Sie bedrücken? Ich versuche, die Dinge mit Gott zu besprechen. Ich mache mir bewusst, dass Gott anwesend ist und dass er auf meiner Seite steht. Und dann sage ich ihm, was mich bedrückt und bitte ihn um Hilfe. So ein leises Gespräch mit Gott beruhigt ungemein. Die Angst wird kleiner, weil ich ihr nicht allein gegenüberstehe. Ich fühle mich nicht mehr ausgeliefert, weil jemand bei mir ist, der mich versteht, der für mich kämpft. Und schließlich ist das nicht irgendjemand, sondern es ist der allmächtige Gott. Er hat die Macht, mir zu helfen. Und weil er mich liebt, tut er das auch. Es verändert die Situation ganz grundlegend, wenn ich auf ihn sehe und nicht auf meine Angst starre. Die Größenverhältnisse ändern sich. Also hier ist Gott, ganz groß und gewaltig. Er hat alle Macht in seinen Händen. Er weiß alles. Er sieht mich. Und es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo er nicht wäre. Er ist treu und liebevoll. Und deshalb staune ich über ihn. Und wenn ich mein Staunen zum Ausdruck bringe, dann wird Gott immer bedeutender, immer größer für mich. Und die Ursachen für meine Sorgen, die werden immer kleiner im Vergleich zu ihm. Das meine ich damit, dass sich die Größenverhältnisse ändern. Der alte König David hat diese Gedanken in ein Gebet gekleidet. Er schrieb: Selbst im finstern Tal fürchte ich kein Unheil. Du, Gott, bist ja bei mir. Du schützt und führst mich. Das macht mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Als Gast nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. So steht es in Psalm 23. Mir macht das Mut. Und wie geht es Ihnen?